Willkommen zurück. Wir haben eine schwere Entscheidung vor uns. Wir sollen 534 oder 541 Meter laufen. Das stimmt, so schwer ist es gar nicht. Wir gehen den kürzeren Weg. Ich springe da jetzt einfach mal runter. Zack. Ich springe jetzt mal auf diesen verkackten Baum hier. Und erzähl euch mal was. Verschissenen ist es, glaube ich. Ne? Ist ja auch egal. Ich glaube, er sagt, ich springe jetzt mal auf diesen scheiß Baum hier. Und ja, genau. Und erzähl euch mal was. Wer nicht weiß, was das gerade für eine ich glaube, darüber haben wir schon mal gesprochen, oder? Das kann sein. Ich glaube, weil wir gesagt haben, das gibt es in Alien Colonial Marines auch so eine Szene, die man schön nachverfolgt. Lauf mal ganz kurz darüber, genau da, wo du jetzt... Peter kann mir einen Profi-Tipp geben. Ich finde das auch gar nicht, dass das ist jetzt... Das zähle ich jetzt nicht als Cheaten, weil... So, Achtung. Erstes... Erstes Sekundärziel. Genau. Da hin. Die werden gegrillt. Das ist jetzt nicht so einträglich, dieses Sekundärziel da hinten. Ja, schauen wir uns egal, mal. Egal, kannst du gerne mal hingehen. Und wenn du ein bisschen guckst, irgendwo sollte da der Kopf von Lady Liberty auch rumliegen. Echt? Ja, guck mal hinter dir. Der ist relativ klein, man sieht ihn nicht. Der ist ganz kleiner, das ist ein Schrumpfkopf. Jetzt die hier abgestürzt. Hey, ist da draußen jemand? Wir sind im Flugzeug. Zur Seite. Holt uns hier raus! Halten, um zu greifen. Greifen, um zu halten. Hey, das Heck der Maschine ist voller Hell-Equipment. Greifen Sie zu, ihr habt alles eben. Konkret, das ist so eine Upgrade. Ja, gut, brauchen wir nicht. Raketenwerfer ist gar nicht so unpraktisch manchmal, aber... Haben wir aber einen dabei. Ja. Haben wir? Ich weiß immer noch nicht genau, wie man den eigentlich auch schaltet. Aber wir haben theoretisch schon einen dabei. Jetzt sitzen sie erstmal da rum und halten Maulaffenfeil. Ist nicht gut. Wenn wir jetzt... wenn du dich jetzt mal wieder umdrehst und den Jungs nicht auf den Kopf spuckst. Moment, so, jetzt drehe ich mich da um. Genau. Irgendwo jetzt locker auf der... Da ist zumindest auch Lady Liberty an der Wand. Ja, oh Gott, es ist schwierig, das jetzt zu erklären. Ein bisschen weiter nach links. Schalt mal, oder ist es noch ein Raum sozusagen weiter? Das kann auch sein, dass es noch da hinten in diesem Bereich ist. Dass wir noch ein bisschen weiter in Richtung erstes Ziel von uns gehen müssen. Das kann auch sein. Machen wir das doch einfach mal. Oder ich habe jetzt echt irgendwie Bohnen auf den Augen. Irgendwo ist sie jedenfalls da. Da sitzt ein Typ drin in dem... Egal. Das Problem ist halt, die Luftabwehr, also beziehungsweise die Ceph-Gunships, die da oben rumschwirren. Ach, die sind echt? Die sind echt. Die Ach schießen so, ich auf dachte, dich. Das sind so... Ja. Nein, wenn es mal so wäre. Aber wenn du dich da hinten durch diese Rohre arbeitest, zum Beispiel, dann können sie dich nicht sehen. Da hinten sind so Rohre. Schaust du? Die Nanosphäre kannst du da upgraden, genau. Und das Coole ist auch, siehst du, sie schießen auf dich. Das Coole ist auch, da hinten am Ende dieser Rohre stehen zwei, und da musst du echt vorsichtig sein, stehen zwei Ceph-Geschütze, so Bodengeschütze. Wenn du die hackst, schießen die für dich diese Gunships runter. Was durchaus hilfreich ist. Geil. Haben die Raketen eigentlich Zielauffassung? Du kannst, wenn du diesen roten Punkt auf dem Schiff hältst, dann ja. Du musst halt. Ja, genau. Wow. Ui. Ach, da ist immer nur ein Schuss drin. Ja, ist immer nur ein Schuss drin. Das ist ein bisschen doof. So, da liegt ja noch einer. Bis wir ins Rohr gehen. Ja, da ist kein Rohr. Aha, dafür ist da ist ein Geschütz. Ja, ich würde, geh mal woanders, geh mal ins Rohr, geh mal. Nein, nicht! Oder schieß. Geh ins Rohr. Machen wir es so. Boah, Alter. Es ist das Geschütz, was auf dich schießt. Ich dachte, das ist eine feste Wand. Das war ein Karton. Ja, es war nur eine blöde Box. Scheiße. Na gut, das ist. Ja, gut, aber du weißt ja, wie ich spiele, ne? Also mach dir jetzt mal keine Sorgen. So, weiter geht's. Weiter geht's mit Patsy. Wir waren da in der Nähe. Power Patsy. Ach Gott. So, oh Gott. Geht schon gut los. Tarnfeld aktiviert. Wo war das Rohr?
noch ein bisschen, ist schon noch ein Stück hier. Also noch hinter dem Wrack hier von diesem... Guck mal, Schildkröten. Ach, guck mal. Da sind sie wieder, die Schildkröten. Ist da nur eins von diesen doofen Schiffen? Ja, ich glaube schon. Ne? Ich glaube, später sind es dann zwei. Bäh. Jetzt ist erstmal das eine. Geh weg, du Drecksding. Später sind es dann zwei. So geht's zu meiner Action-Strategie. Ja, meine Action-Strategie hat sich, also ich bin ja, ich muss mich jetzt erstmal mit der Situation abfinden, dass ich wieder spielen muss, was ich jetzt total kacke finde, ehrlich gesagt. Ich hatte mich so auf Rumsitzen und Schokolade essen eingestellt. Ach, dann kann ich das ja jetzt, aber da ist nur noch ein Stück. Ja, aber ich habe da noch eine zweite mitgebracht. Ach, cool. Christian. Wahnsinn, Wahnsinn. Dann esse ich jetzt das letzte Stück von der Schokolade. Ja, mach das mal. Ich bin total entspannt gerade, es ist Samstagnachmittag, wir nehmen hier Samstagnachmittag gerade auf. So kann man Spiele spielen. Naja, ich würde ja lieber nicht spielen, aber um Gottes Willen, was tut man nicht alles? Ich würde jetzt eigentlich auch total gerne zum Beispiel SimCity spielen. Wieso hängt er sich denn auch direkt vor mich, wenn ich da gerade sitze und meine Energie wieder aufladen möchte? Dödel. Geh weg. Du doofes Schiff. Ich habe ein bisschen Angst davor, das Teil da hinten zu hacken. Das, sag mal, geht, die, das geht bestimmt in die Hose. Die Dinger kannst du aber nicht markieren, oder? Diese komischen Flugviecher? Nee, die lassen sich nicht markieren. Boah, ist ja blöd. Die Menschenhubschrauber konntest du ja noch. Wirkt mir das ganz schlecht, ehrlich. Wo ist denn jetzt das doofe Ding? Das Geschütz ist gar nicht so weit weg. Das muss hier vorne irgendwo stehen. Ja, ne? Also ich war überraschend nah dran, aber hier wurde es halt nicht angezeigt. Deshalb war ich so irritiert davon. Das ist eigentlich direkt geradeaus. Zoom mal rein. Vielleicht ist es auch nur ein Drop, das kann natürlich sein. So ein Drop-Geschütz, aber selbst das müsste doch irgendwie markierbar sein. Super. Nee, aber vielleicht wird es noch gedroppt, hier. Das kann ja sein. Ach so. Ja, stimmt, wenn die das, kann ich die dann aber auch hacken, wenn sie gedroppt werden? Ja, ja, klar. Okay. Das geht schon. Boah, Junge. Geh weg. Ja, aber jetzt wird das Spiel wieder ein bisschen langsamer, weil Petra spielt. Aber auch nicht lange. Leute, macht euch keine Sorgen! Oh, oh, oh. Ich sag's doch. Ernsthaft? Das hast du jetzt mit Absicht gemacht. Nee, aber ich war doch getarnt. Wie hat denn der mich gesehen? Das ist ein bisschen komisch. Also, das fand ich jetzt ein bisschen lame, ehrlich gesagt. Wie hat denn der mich gesehen? Hab ich zu deutlich in der Nase gebohrt? Das ist wieder dieser Fall von... Ja, geil. Der Schuss. Ja, wieso? Wieso eigentlich? Nee, aber das habe ich jetzt nicht verstanden. Macht aber nichts. Umso schöner, ich kann die zweite Schokolade aufmachen. Schokoladen-Let's Play. Ja, finde ich gut. Die Nanosuit lade ich jetzt nicht auf. Nee, mach mal nicht, sonst bist du nämlich sichtbar. Aber wo war denn das Geschütz? Machst du es jetzt mit dem Sprengpfeil? Ich versuche mal mein Glück. Okay. Ah, nee, warte mal, hier ist er noch. Keine so dumme Idee. Wenn die mal ruhig in der Luft stehen, ist es auch okay, finde ich. Junge, jetzt geh nicht schon wieder da drauf. Muss mir den ganzen Kack nicht schon wieder machen. Wie stehen wir jetzt? 9. Boing. Na? Keine Reaktion? Oh. Ah, nee. Nee. Er ist in der Scheiße. Vielleicht hat... Jetzt hängt es aber dran. Hat aber keine Auswirkung auf das Schiff offensichtlich. Komisch. Also jeder ist jetzt in seinem 9. Leben, oder? Ja. Also ich bin ja... keine Ahnung. Ich bin ja im Prinzip nur Maskottchen bei diesem Let's Play. Am Anfang war ich noch entsetzt. Inzwischen kann ich ganz gut damit leben. Hörst du auf zu sterben? Hörst du wohl auf zu sterben? Schleichen in Thief ist was ganz anderes als Schleichen in diesem Spiel. Ey! Ah, siehst du, Elektropfeile sind echt immer... Hä? Reicht zumindest nicht. Ja, komm, jetzt stürz halt ab. Ernsthaft? Elektropfeile gegen Seth? Ich meine, du musst doch eigentlich nur ein Kabel ins Wasser halten und dann hast du schon alle weg. Den hast du jetzt nicht... Thief, was sagst du denn zum neuen Thief? Oh, da freue ich mich wie blöd drauf. Ich finde es halt so geil, dass es aussieht wie ein Dishonored. Ja, aber Dishonored hat ja den Stil bei Thief geklaut eher, als andersrum. Also dieser Stil von Dishonored ist ja sehr an den von Thief angelehnt.
Oh, da hinten irgendwo. Ah, okay, da sind irgendwo welche, die ich noch nicht erfassen kann. Die aber dich dafür sehen ja. können. Ja. Ah, okay. Ja, warte mal, ich mach trotzdem den. Sag mal, der müsste doch jetzt langsam. Aber fetzig sieht's aus, oder? Ich weiß nicht, ob du nicht einfach da gnadenlos gerade deine Elektropfeile verdödelst. Ah ja. Jetzt habe ich sie verdödelt, aber jetzt ist auch nicht mehr so schlimm. Ist der zumindest ausgeschaltet. Sauber. Es gibt ja mannigfaltige Möglichkeiten, dieses Ding da wegzuholen. Unter anderem auch ein Buggy, der irgendwo im Level steht. So, jetzt haben sie hier tatsächlich das Geschütz auch, was eben gerade hier dann noch stand. War jetzt hier nicht mehr. Interessant. Dann war das tatsächlich von einem Dropship. Deswegen heißt es auch Dropship. Gedroppt. Gedroppt worden. Ja, gedroppt worden. Das passiert wahrscheinlich nur, wenn man sich vorher mal ein bisschen zu arg zeigt. Und die dann sagen, jetzt hier bitte noch was hinwerfen. Ach, guck mal, der hatte uns da. Da vorne ist ein Rohr in der Wand. Man kann auch an dieser Stelle dann den direkten Weg nehmen. Das ist sozusagen so eine Fahrrampe an der linken Seite. Aber das ist sozusagen die Parade Rampe. Fährt man da am besten mit Blasmusik und Kapelle rauf. Hier hoch meinst du? Ach, tatsächlich, da ist ein Loch in der Wand. Ja, nehme ich. Guck mal, mit Pfeil. Ah, hilfreich. Schnitzeljagd, so sah bei uns früher eine Schnitzeljagd aus. Mit Kreide auf dem Boden gemalt. Und Schnipsel natürlich. Beziehungsweise Schnitzel. Ich habe nie verstanden, warum eine Schnitzeljagd Schnitzeljagd heißt. Und nicht Schnipsel. Ja, das ist übrigens richtig, weil wenn es eine Schnitzeljagd wäre, müsste man sich ja darum sorgen, dass man ja Fleisch essen kriegt. Ja, Fleisch. Das verstehe ich nicht. Warum heißt das Schnitzel? Also was heißt ja Schnitzel? Papierschnitzel. Keine Ahnung. Ich habe auch noch nie Papier paniert. Das ist also auch blöd. Minen erwischt. Ja, wir haben ja jetzt, haben wir das Hack-Upgrade drin oder bist du momentan nee, noch im... Nicht. So, Moment. So. Was war jetzt nochmal? Also da 100 Meter weiter ist was. Hier ist ansonsten nichts weiter. Was gibt's hier? Hier gibt's... Brando? Nee, nicht. Was haben wir denn jetzt dabei? Die und die sind eigentlich beide okay. Ich will ja die ganze Zeit mal auf Einzelschuss umschalten, aber du lässt mich nicht. Gibt's nicht. Ich glaube, diese Fußspuranzeige ist völliger Blödsinn. Die braucht kein Mensch. Das ist Quatsch. Geronimo! Hast du sie jetzt nicht geworfen? Doch. Ja. Ich kann dich übrigens warnen, da unten ist noch so ein Dicker. Der ist eher so in der Ecke da hinten. Ich weiß gar nicht, wo er ist, aber normalerweise ist er so ein Dicker und der patrouilliert auf der von dir jetzt linken Seite rum. Ich lock die jetzt mal ein bisschen her. Ja, genau. Oder du lockst die Granaten her. Das ist natürlich auch eine ja, aber vielleicht kann ich die irgendwie hier so ein bisschen in die Falle locken, indem sie näher rankommen und dann zum leichten Ziel machen. Hast du nicht da... Ist das so ein Granatwerfer, den du da hattest, oder? Liegt da nicht so ein Granatwerfer? Das obere Teil da? Ui! Neue Waffe freigeschaltet. Finde ich gut. Fump. Granatwerfer machen immer so hübsche Geräusche, so. Fump. Oh, Vorsicht, apropos Granate. Der ist ja immer noch nicht hinüber. Krass. Ja, das Granatwerfer ist ehrlich gesagt ziemlich scheiße. Ja. Schieß mir in den Kopf. Ach du, geh weg. So. Nicht hochkommen. Was ist denn da los? Das sieht ja so aus, als hätten die was gegen dich. Verstehe ich gar nicht. Ich bin angemeldet.
vorher gesagt, wie viele Gäste ich mitbringe. Schweine. So, nehmen wir jetzt mal die Gausch mit. Du hättest vielleicht nicht so dreist nach Kaffee und Kuchen fragen sollen. Ja, das ist jetzt mal machen. Das ist Mike. Was ist denn das? Es ist auf jeden Fall eine Waffe, mit der du schießen könntest. Dann tue ich das mal. Die hat 500 Schuss. Die hat aber auch Schuss. Ah, da hinten ist so ein Fetter. Der ist jetzt da hinten, okay. Die bringen aber nichts nach, offensichtlich gerade. Das finde ich gut. Geht aber tatsächlich dahin. Die Kröte, ja. Wo du gerade warst. Wo ich war. Ist gar nicht so. Vielleicht ignorieren wir ihn einfach und du schaltest jetzt einfach das Gerät aus. Der Gerät. Oh, jetzt kommt er. Mhm. Das ist ein bisschen blöd, dass es sich so gebietsmäßig. Das ist auch eine Schussanlage da. Die kannst du vielleicht, aber das ist natürlich auch ein Risiko jetzt. Wobei, wenn du den Heck, das Ding. Einbaust. Junge. Ist ganz schön dreist. Die klingt sehr cool, die Waffe, ehrlich gesagt. Internationale Aufmerksamkeit erregt, würde ich behaupten. Granate. Lass sie nicht am Kopf. Da vorne an die. Warte, erstmal Energie aufladen. Ja. So jetzt. Ach guck mal, jetzt ist da nur noch. Oh, 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 oh. Wieder rockt der jetzt ordentlich da oben auf. Sehr schön. Ja, geil. Ja, der soll halt da oben laufen. Dich suchen. So, das war's, ne? Cool. Das ist sauber funktioniert. Ausgezeichnet. Kein Motor. So. Und hier oben muss irgendwo. Scheiße. Hier ist. Ah, sehr schön. Soll ich mal mit Aluminiumpapier knistern? Oh, unbedingt. Weil das noch nicht genug spezielle Verbindungen spielt. Ich öffne jetzt eine Schokolade eines Schweizer Herstellers. Geschmacksrichtung Blaubeere Lavendel. Oh, entschuldige, ja, natürlich. Sag den Namen. Lünd. Wir haben auch vorher schon eine Packung Lind oder beziehungsweise eine Schokolade Cranberry weggearbeitet. Du machst das schon. Ist alles gut? Alles cool, alles smooth. Ich schalte die da unten jetzt aus. Leider macht mein Geschütz ja nichts mehr. Vielleicht muss es nochmal neu hacken. Nee, das vielleicht ist dann einfach nach einer Weile gehen die dann einfach scheinbar aus. Die wollen dann nicht mehr. So, jetzt schalte ich die beiden hier hinten mal aus. Gibt es eigentlich irgendwie eine Let's Play-verträgliche Süßigkeit, die man sich mal reinpfeift? Ich meine, Chips gehen ja nicht. Du knusperst ja den Leuten die ganze Zeit die Ohren voll. Ja, Cornflakes sind auch nicht so gut. Nee, auch weniger gut. Ich weiß nicht. Kaugummi geht auch nicht, wenn man so schmatzt. Mhm. Es heißt ja in der Werbung immer, Kinder, das letzte große Abenteuer unserer Zeit. In Wahrheit ist es aber die Frage oder die Antwort auf die Frage, welche Knabberklamotten bei Let's Plays essen. Und natürlich ohne Tauchgerät in den Marianengraben abtauchen. Aber kann ich nur so mittel. Es geht auf die Ohren, habe ich mir sagen lassen. Es ist ja auch eher tief. Du
bist ganz schön nassforsch gerade. Ja. Da unten ist der Dicke. Es ist zu doof, nach oben zu schießen, aber Vorsicht, da hinten ist, läuft immer noch dieser Aushilfs, dieses Aushilfs-Alien rum. Ich keine Energie mehr. Nur mal ganz kurz. Der Christian? Ja, der jetzt, zeigt jetzt, diesen Post-Human-Warrior-Schwierigkeitsgrad jetzt mal, wo der Hammer hängt. Ja, hallo, stinkt. Echt mal. Post-Human-Warrior. Kann mich mal am Arsch suchen. Aber noch nicht Post-Let's-Player-Warrior. Das sieht aber schon ganz gut aus. Weil, man muss es nochmal für die Leute sagen, die es bisher vielleicht noch nicht mitbekommen haben. Der Christian spielt mit dem Gamepad und ich spiele mit Maus und Tastatur und der Christian ist einfach die coole Sau vor dem Herrn. Ah, so. Fantastisch. So, darauf ein Stück Dampfo. Schokolade. Zack. Dann auf zum nächsten. Mhm. Und das Einzige, was ich dir jetzt raten kann mit Schokolade im Mund, ist übrigens, Nicht mit vollem Mund zu sprechen. Das auch, aber es gibt jetzt gleich ein Sekundärziel. Ja. Wo man ein paar Typen relativ am anderen Ende der Karte befreien muss. Oder was auch immer, die sind da irgendwie in Bedrängnis. Und ich meine nicht, dass das Team, das hier vorne in so einer Höhle steht, warte. Ich hörte, sie sind in der Gegend. Wir sitzen hier ziemlich in der Scheiße und würden uns über Hilfe freuen. Mm-mm. Da ist eins. Das meine ich nicht. Müsste noch ein zweites kommen. Okay, dann schauen wir einfach mal. Lassen wir uns überraschen. Das meine ich nicht, weil wenn du das andere machst, dann kann das sehr, sehr, sehr hilfreich sein. Ach, schau mal, das ist ein Buggy. Ja. Fahr damit nicht so tief ins Wasser, das mag er nicht. Echt? Mhm. Das ist ein Scheiß. Mädchen-Buggy. Also da kannst du auch durchfahren, aber der kommt halt nicht mehr raus, wenn er einmal tief unten drin ist. Da kommt eine Meldung, die höre ich gerade nicht wegen lauten Geräuschen. Auto. Sagst du mir, falls da was ist, was ich wissen muss? Ja. Hui. Vorsicht, fahr da nicht so schnell rein. Da sind überall Minenfelder. Nicht! Gott, und da sind Pinger. Mach mal bitte den Visor an. Ein bisschen Panik. Was ist das Primärziel, das Sekundärziel da hinten? Da ist was? Ja, das sind die kleinen Rebellen. Aber das da hinten, das ist das zweite Sekundärziel. Genau. Okay. Die Mörsereinheit hilft dir wahnsinnig gegen diese dummen Pinger, die da rumlaufen. Und die können ganz schön nervig sein. Das heißt, du nimmst jetzt besser mal den Weg wieder um den Block rum, um den du gerade rumgefahren bist. Fahr nicht geradeaus. Das ist zu gefährlich. Und ignoriere mal die Blitzpiepen da drin. Bringen jetzt auch gerade noch nicht. Genau, ja, da. Nein, nicht Minenfeld! Ups. Das ist das, wo sie gerade gesagt hat, hol uns hier raus, wir sind von einem Minenfeld umgeben. Ah, vielleicht okay. Solltest du trotzdem nicht so wahnsinnig schnell herumfahren, da sind überall noch Minenfelder. Da zum Beispiel könnte eins sein. Ah. Mami, mir ist ganz schlecht. Genau, hol mal die Jungs dahin aus dieser Höhle da raus, da bei 400, bla bla. Oh, ist ja ewig weit weg. Gut, dass mein Auto hat. Wir nehmen auch keine 5 Meter freiwillig zu Fuß. 6 Meter. Nur noch mit dem Fahrrad. Aber jetzt wird ja das Wetter auch wieder besser. Das ist super. Das ist echt super. Könnte man auch echt mal wieder morgens laufen gehen und das Rennrad rausholen. Ich habe so ein super Rennrad. Irgendwas hat mich da hinter mir, hat sich da irgendwas gemeldet. Gesehen hat, ist das. Steig da mal aus, bitte! Ach, da sind die. Ich folge gerade dem falschen. Ach so. Falschen Weg. Ich dachte schon, ich wäre nur verwirrt, aber. Jetzt, das war der Fehler. Jetzt ist es weg. Den kannst du jetzt vergessen. Da hast du ihn jetzt, ne? Voll. Nee, ich glaube, einen Tauchweg gibt's nicht. Schade. Das ist aber auch nicht schwierig, da hängen jetzt nur irgendwie drei Typen und zwei Seth oder sowas und boah, gute Güte. Du hast diesen Tarnmodus. Und Fische.
Jetzt habe ich fast mir das Mikro in den Mund gedrückt, statt das Schokoladenstück. Oh, da hinten ist ein Pinger. Okay. Da ist einer. Also irgendwie müssen wir hier... Da ist ein Eingang. Also ich vermute mal, das Rohr ist, glaube ich, gar nicht mal... Ich bin da nicht rein... Schau mal nach rechts. Wenn ich rechts sage, meine ich links natürlich. Also da hoch, da das Rohr. Das ist, glaube ich... Ja, genau. Oh, Vorsicht. Bitte. Ah, schau mal einer an. Da kommt mal rein. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Da ist ein Gegner. Aber nur einer. Ist nur einer? Das ist auf jeden Fall ein Datenpad. Das sieht auch mehr nach einem Geschütz aus. Vorsicht. Nee, das ist so ein... Nee, das ist nicht. So eine Knalltüte. Bisschen Messern. Wenn er sich schon so anbietet. Ja, echt. Ja, das staunst du, gell? So. Da ist noch einer. Oh, fuck. Ich wusste doch, dass er noch... Der ist noch nicht tot. Ist das jetzt ein Bug oder was? Ja, scheiße. Oh nee, das ist jetzt ein Bug oder was? Nee, kommt, Leute, ernsthaft. Das ist ja egal. Nee, die gehen ja nicht mit. Du musst ja diese Ach so. Die Pfeifen da wegräumen. Das ist ja Teil der Aufgabe. Du musst sie halt befreien, in Anführungsstrichen. Oh, jetzt haben wir da einen Bug. So, hier, ne, vierten Teil im Forschungsbericht über Spezies- und Kolonialisierungszyklus der Theth. Ich hier vor den Daten überzeugen. Wie? Achso, scrollen ist mit der Taste. Okay. Da waren wir schon. Ach, siehe, der Alpha Theth. Das ist auch das, was wir vorhin. Nee, Quatsch, das letzte. So, da hinten ist ein Pinger. Oh, bitte mach halt, dass diese beiden Spacken jetzt endlich mitkommen. Wieso stirbt er nicht? Das gibt's doch nicht, oder? Ich meine, das kann doch jetzt kein Bug sein. Ah, jetzt. Ah. Oh. Gott sei Dank. Ja, wollen wir. Diverse Pinger. Paar cool. Minuten hast du sie noch alle. Ist ja geil. Aber das ist echt super hilfreich. Also für Leute, die diese Mission machen, nehmt auf jeden Fall das Mörser-Team. So, und jetzt kann ich den Genau. Ja, wie geht das jetzt? Müsste eigentlich schon reichen. Siehst du? Ich glaube, er wird beschossen, oder nicht? Das hört dann gar nichts. Muss ein bisschen näher ran? Wahrscheinlich. Na gut, das probieren wir erst in der nächsten Folge aus. Okay, wunderbar. Jetzt haben wir ein Mörser-Team dabei, irgendwas wird da schon hinhauen. Also, schauen wir mal. Bin ich gespannt drauf, ob das hinhaut oder ob das irgendwie verpasst ist. Das haut schon hin. Versuchen wir es mal. Also, bis dann. Ciao. Tschüss.